Dass die Basketballer der Rostock Seawolves die zweite Liga entern, war schon länger klar. Jetzt stellt sich der Verein insgesamt breiter auf, um den Bekanntheitsgrad der Wölfe auch über die Grenzen der Hansestadt hinaus zu steigern. Eine wichtige Rolle dabei spielt nun auch MV1. Der Regionalfernsehsender wirkt ab sofort als Medienpartner des Aufsteigers. Mit dem Aufstieg der Seawolves in die Pro B wird natürlich der Anspruch, also die Liga, viel, viel professioneller. Das heißt, auch wir mussten im Management und auch im sportlichen Bereich eine Schippe drauflegen, um in dieser Liga, was unser Minimalziel ist, den Klassenerhalt zu schaffen, mussten wir an einigen Ecken und Kanten dann doch etwas professioneller werden. Das haben wir getan. Wir sind da sehr, sehr guter Dinge, vor allen Dingen im Managementbereich, was das Umfeld angeht und so weiter, was die Partner, was das Sponsoring angeht, das Marketing, sind wir auf einem sehr, sehr guten Stand zum aktuellen Zeitpunkt und sportlich ebenso. Also gerade das Team an den Ecken und mit den Puzzleteilen verstärkt, wo wir uns verstärken wollten, alles in Abstimmung mit dem Coach. Das heißt, wir sind sehr, sehr gute Dinge für die neue Saison. Entscheidend bei der zukünftigen Ausrichtung des Teams wird natürlich auch weiterhin Erfolgscoach Sebastian Wild sein. Der Trainer hat seinen Vertrag gerade erst verlängert. Der Ur-Rostocker profitierte schon in den vergangenen beiden Spielzeiten häufig von seinem 8-jährigen USA-Aufenthalt. Bei den Seawolves fühlt sich der Coach weiterhin pudelwohl. Für mich stand aber fest, wenn ich den Weg zurück aus den USA wieder suche, dann hierher nach Rostock. Da spielt natürlich Familie eine ganz wichtige Rolle. Auch die Stadt ist natürlich für mich die schönste Stadt der Welt nach wie vor. Und das Projekt Basketball hier in Rostock hat mich natürlich unheimlich gereizt. Dementsprechend wollte ich unbedingt dieses Projekt vorantreiben, auch in dieser schönen Umgebung und mich auch langfristig engagieren, um einfach diesen Erfolg, den wir jetzt natürlich in den letzten 2 Jahren hatten, auch nachhaltig und längerfristig verfolgen zu können. Die Zweitligasaison beginnt für die Seawolves am 28. September mit einem Auswärtsspiel beim RSV Eintracht. Mehr zu den Rostocker Korbjägern erfahren Sie demnächst natürlich hier bei MV1.